Herzlich willkommen bei Wagner Spezialchemiestoffe. In diesem Video möchte ich unser neues Produkt ATF Power Mix vorstellen. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder Anfragen von unseren Kunden gehabt, was kann ich machen mit Automatikgetrieben, nachdem wir in der Vergangenheit uns intensiv mit Additiven beschäftigen, gibt es am Markt kein Produkt, um Automatikgetriebe zu optimieren. In der Vergangenheit war es so, dass durch längere Laufleistung, Verschmutzungen, Verharzungen, zum Ausfall des Getriebes, zu Schaltschwierigkeiten, hohe Geräuschvolumen gekommen ist. Nachdem die Servicebefüllung eines Automatikgetriebeöl nicht der Gesamtölmenge des Automatikgetriebesöl entspricht, empfehlen wir generell vorzeitig einen Getriebeölwechsel durchzuführen. Und hierzu würde ich immer unser ATF Power Mix empfehlen. Es spielt dabei keine Rolle, ob Sie ein Automatikgetriebe haben, ein manuelles Getriebe oder sogar bei modernsten CVT- und DSG-Getriebe kann dieses Produkt eingesetzt werden. Und es kann auch in Servolenkungen eingesetzt werden. Auch in Servolenkungen werden Automatikgetriebeölflüssigkeiten eingesetzt. Und hier empfehlen wir unser ATF Power Mix zur Optimierung. Das ATF Power Mix ist ein mit den neuesten Verschleißschutzkomponenten aufgebautes Hightech-Additiv, mischbar mit allen mineralischen, halbsynthetischen und vollsynthetischen Getriebeölflüssigkeiten. Es enthält keine Festkörper wie MOS2, Graphit oder Keramik. Das ATF Power Mix führt zu einem weicheren Schaltverhalten, Verschleißreduzierung, Geräuschminimierung, ideale Schaltvorgänge, keine Schaltverzögerungen, Temperaturreduzierung, Schutz vor Überlastungsschäden, verbesserte Oberflächenqualität, keine Veränderung der Reibbänder und der Kupplungsscheiben, keine negativen Auswirkungen auf Dichtungen, idealer Schutz bei hohen Belastungen, Anhängerbetrieb und bei Fahrzeugen mit hoher Leistung und Drehmoment. Das ATF Power Mix schützt vor Ablagerungen und Verlackungen während des Betriebes, reduziert Getriebevibrationen, senkt die Betriebskosten, reduziert Pittingbildung, insbesondere im mechanischen Teil des Getriebes und somit auch Geräusche. Meiner Meinung nach sind die modernen Automatikgetriebeflüssigkeiten viel zu dünnflüssig, um ein Getriebe perfekt zu schmieren. Sicherlich hat die Autoindustrie heute perfekte Hochleistungsgetriebe gebaut mit einem sehr, sehr guten Komfort. Jedoch ist es so, dass in Richtung Treibstoffersparnis gearbeitet wird und die Getriebeölviskosität weit abgesenkt wurde. Und hierzu ist es ein Nonplusultra, eben die Scherfestigkeit, das Reibungsverhalten, das Verschleißverhalten mit einem Zusatz perfekt zu optimieren. Diese Lösung haben wir seit sehr vielen Jahren erfolgreich am Markt. Anschließend möchte ich Ihnen mit einem Versuchsaufbau verdeutlichen, welche Leistungsfähigkeit unser ATF Power Mix im Gegensatz zu einem modernen Automatikgetriebeöl hat. Dieser Versuchsaufbau ist ein Standardtest aus der Schmierstoffindustrie, um die Leistungsfähigkeit eines Schmierstoffes, das Reibungsverhalten, das Verschleißverhalten, die Veränderung der Oberflächenstruktur und die Notlaufeigenschaft perfekt zu zeigen. In diesem Versuch verwende ich ein vollsynthetisches Automatikgetriebeöl für DSG-Getriebe im ersten Versuch und im zweiten Versuch werde ich mit demselben Öl unser Additiv testen. Dieser Test zeigt die Performance unseres Additives. Dieser Versuchsaufbau ist ein Schmierstoffprüfverfahren nach Reichert. Und zwar wird hier ein Prüfkörper auf eine Prüfwelle gedrückt unter Ölschmierung, ein Elektromotor treibt über einen Keilriemen an. Wir haben hier 750 Umdrehungen. Ein Ampermeter misst die Stromaufnahme des Motors und der eingebaute Drehmomentschlüssel zeigt Ihnen die Drücke, die wir während des Versuches hier auf die Prüfkörper abgeben. Zum Test gebe ich nun das Automatikgetriebeöl in die Ölwanne. Und starte den Versuchsvorgang. Hier haben wir nun perfekte Voraussetzungen. Der Schmierstoff macht seine Arbeit, trennt die beiden Metalle voneinander. Wir haben jetzt Flüssigkeitsreibung. Aber sobald ich
den Druck erhöhe, kommt es zur Reibung. Sie können das an Geräuschkulisse hören. Sobald ich weiter drücke, kommt es zu hohem Verschleiß, zu hoher Reibung und letztendlich zum Fressen. Beachten Sie auch während des Versuches den Ampermeter und den Druck, welchen wir auf den Prüfkörper geben. Schon bei geringster Belastung kommt es zu hoher Reibung, zu hohem Verschleiß und letztendlich zum Fressen der Oberfläche. Nun schauen wir uns die Metalloberflächen an und Sie können hier deutlich sehen, dass hier enormer Verschleiß, Riefen und sehr hohen Metallabtrag gibt. Auch in der Ölwanne finden wir die Späne. Ich setze jetzt die Ölwanne wieder ein und gebe zu dem gebrauchten Öl unser ATF Power Mix. Und starte den Versuchsvorgang erneut. Wir haben hier gleiche Voraussetzungen, schwerste Bedingungen, raue Oberflächen und die Späne im Öl. Wie Sie hören können, kommt es sofort zu einer Geräuschminimierung und sobald ich den Druck erhöhe, wird auch die Oberflächen geklettet, optimiert. Der Schmierstoff bekommt eine höhere Schärfestigkeit, eine höhere Performance. Selbst unter erhöhtem Druck gibt es keinerlei Reibung. Beachten Sie auch wiederum den Ampermeter und die Drücke, die wir auf die Prüfkörper geben. Ich kann jetzt nun die Belastung erhöhen, verdoppeln, verdreifachen, ohne dass es zu hoher Reibung, Verschleiß kommt und ohne dass es zu einer sehr großen Geräuschkulisse kommt. Auch Fresser werden jetzt vermieden. Ich kann jetzt weiterhin belasten, ohne dass es zu hohem Verschleiß, Reibung und zum Fressen kommt. Selbst bei dreifachen, vierfachen Druck, zu hoher Reibung, zu hohem Verschleiß, und letztendlich zum Fressen der Oberfläche. Gibt es keinerlei, selbst bei Erhöhung des Druckes, kommt es zu keinen Überlastungsschäden und zu einer perfekten Schmierung. Nachdem dieser Versuchsaufbau wesentlich höhere Drücke produziert, wie überhaupt in einer Automatikgetriebe möglich, werde ich nun den Druck weiter erhöhen. Und ich zeige Ihnen nun jetzt die Performance unseres ATF Power Mix, indem wir den Druck weiter erhöhen und somit an die Grenze der Belastbarkeit gehen. Bitte beachten Sie auch während des Versuches den Ampermeter und die Druckaufnahme, die wir hier auf dem Prüfkörper geben. So, nun werden wir uns das Ergebnis ansehen. Wie Sie sehen können, hat sich die Verschleißspur nicht wesentlich vergrößert, jedoch sehen wir hier eine perfekte Einglättung der Metallstruktur. Die Riefen sind zwar noch da, jedoch hat sich die Oberfläche derart verbessert, dass der Schmierstoff nicht mehr geschert werden kann und somit eine perfekte Flüssigkeitsreibung gewährleistet. Dieser Versuch hat Ihnen klar und deutlich gezeigt, dass das ATF Power Mix eine deutliche Leistungssteigerung, Reibungsreduzierung, Notlaufeigenschaften und Reduzierung der Geräusche gebracht hat. Das bedeutet, bei Einsatz in Automatikgetrieben, egal zu welchem Zeitpunkt Sie das ATF Power Mix einsetzen, werden wir eine deutliche Verbesserung erzielen. Ich empfehle, das Produkt ATF Power Mix bereits bei fabrikneuen Fahrzeugen einzusetzen, um somit Verschleißschäden, Pittings, Abrieb und Verlackungen im Getriebe vorzubeugen.
Ebenfalls zu erwähnen ist, dass wir dem RTF Power Mix unsere Ölstopp-Komponente beigegeben haben. Der Ölstopp ist ein Dichtungsregenerator, der im laufenden Betrieb die Dichtungen pflegt und verspätete Dichtungen wieder regenerieren können. Wir empfehlen, das RTF Power Mix 5%ig dem Getriebeölvolumen beizugeben. Unabhängig von den Herstellervorschriften empfehlen wir bereits bei 60.000 km den ersten Getriebeölwechsel in Kombination mit dem RTF Power Mix durchzuführen. Wenn Sie eine Laufleistung über 100.000 km haben, empfehle ich zuvor eine Getriebespülung mit unserem Motorcleaner durchzuführen. Die Anwendung des Motorcleaners und die Anwendung des RTF Power Mix finden Sie auf unserer Webseite www.classic-oil.com. Schreiben Sie uns eine E-Mail oder schreiben Sie uns einen Kommentar unterhalb des Videos. Wir werden Ihre Fragen gerne beantworten. Und vergessen Sie nicht, unseren Channel zu abonnieren.